Ich suche zur Ebene E eine parallele Ebene F, die durch P läuft, immer in der analytischen Geometrie. Skizzen machen. Das ist die normalen Form, da habe ich einen normalen Vektor. So, mein E. Und ich suche irgend so ein F. Ja, da brauche ich einfach den gleichen normalen Vektor. Ja? Und der normalen Vektor, der steht hier. 3 minus 2, 1. Was aber unterschiedlich ist, ist diese Zahl. Also kann ich ja mal sagen, mein F hat folgende Form: 3x1 minus 2x2 plus x3 plus, kenne ich nicht, ja? Ist 0. Kenne ich nicht. Für kenne ich nicht mache ich in der Mathematik ein A. So. Und ich weiß, die muss jetzt diesen P enthalten. Ja, dann setze ich den ein. Ja, also den Vierer setze ich ein, den Dreier setze ich ein, den Zweier setze ich ein und dann kriege ich mein A und dann passt alles. Jetzt ist es nur noch rechnen und sich hoffentlich nicht verrechnen. Also 3 mal 4 minus 2 mal 3 plus 2 plus a ist 0, 12 minus 6 plus 2 plus a ist 0 und ich komme hier auf ein a gleich minus 8. Gleich minus 8 und das kann ich dann da jetzt mal einfach radieren. Hier minus 8 rein. So. Also minus 8 und das ist die gesuchte Ebene F. Fertig.